Ach so, was Tolles habe ich gesehen in der ARD. Wunschbox, jetzt tun Sie mir einen Gefallen, wenn ich Ihnen diesen Ausschnitt zeige. Achten Sie bitte ganz genau auf die Keyboarderin. Was immer mit uns passiert ist, bei Details da alles an. Auf alle Fälle heute Morgen bin ich supermäßig drauf. Die Haare und die Augen glänzen, die Haut ist purer Sand. Ja, schauen Sie, da. Und den Kick, den der Wahnsinn war's auf jeden Fall. Pass auf jetzt. Pass auf jetzt auf die Hand. Okay, ne? Gleich rutscht er ab, pass auf. Oh, ha! Ja, also für Nichtmusiker ist das etwas schwer nachvollziehbar. Sie wissen, das ist ja in so einer Show immer, also nicht Vollplayback, also gesungen wird häufiger live, ja, aber die Musik kommt also vom Band. Das heißt, es ist also gar nicht nötig, dass man im Prinzip richtig spielt. Wenn man sich dazu auch noch bewegen will, hat man ja gar nicht die Zeit, noch drüber nachzudenken, welche Tasten man drückt. Und ich möchte Ihnen mal kurz, ich habe das mal für Sie genau angeguckt, ich möchte Ihnen mal gerade vorspielen, was die Frau da eigentlich gespielt hat. Ja, passen Sie mal auf. Moment, habe ich den richtigen Klang hier? Ja, sehr gut. Das ist ein guter Schlagersound, oder? So flippersmäßig. Ja, egal. Also, jetzt spiele ich mal genau das nach, was die Keyboarderin von Christina Bach gespielt hat. Passen Sie auf. Achtung. Was immer mit uns passiert ist, so wird Schlager gemacht, meine Damen und Herren. Und deswegen haben wir uns gedacht, nominieren wir diese Frau, die so fantastische Keyboarderin in ihrer Band hat. Hier ist Schlagersängerin Christina Bach, nominiert für den Goldenen Rat der Woche. Wollen wir es mal spielen? Ich will es einmal meinem Publikum, okay, mach mal, dass sie auch wissen, falls sie die ZDF-Parade nicht schauen, was sie da verpassen. Okay. Ja? Also, okay. In Rio de Janeiro, in Rio de Janeiro, da gibt es wieder Stücken, das hast du einfach mit. Die können vielleicht tanzen, die können vielleicht küssen, die du kümmerst dauernd, wäre das nicht für dich. Christina Bach! Sag mal, die Keyboarderin, ne? Die du da hast. Die heißt Mercedes. Die heißt Mercedes, spielt aber wie Skoda. Das ist aber, die hat jetzt, spielt die immer mit dir? Ist das eine wirkliche Keyboarderin oder ist das nur so eine Hupfdohle, die der gesagt hat, pass auf, hau da drauf, das sind Tasten, das hört ihr keiner. Die ist Musiklehrerin. Ach, die ist Musiklehrerin. Na dann, herzlichen Glückwunsch, meine Damen und Herren, so weit sind wir schon. Also die spielt Saxophon und Keyboard, aber ich muss sagen, an dem Tag haben wir irgendwie so Party für uns gemacht, dass ich weder in die Kamera geguckt habe, noch sie auf die Tasten. Und ja, großartig. Darf ich dir kurz ein Stück aus deinem Text vorlesen? Mach mal. Ganz schön sexy, ganz schön hey. Von A. Vom A. Vom A bis zum kleinen C. Ja. Bist du? Mhm. Und auch der Rest, den ich so sehe, ist viel mehr als nur okay. Richtig. Ja, sagst du ganz schön sexy, ganz schön hey? Ja, ganz schön sexy, ganz schön hey. Bis zum kleinen C? Vom A bis zum kleinen C. Bis zum C? Machst du C oder C? C. C. Okay, ich dachte nur, ich wollte es nur wissen. Achso, wir machen jetzt diese Nummer hier, meine Damen und Herren, live für Sie. Nochmal, ich spiele die Keyboarderin, die Frisur. Ich sollte auch tanzen. Original, das ist die Originalaufstellung, wie auch wie hieß die Show noch? Ingo Dubinski, hier, Wunschbox. Okay, los kann's gehen. Ja,
ganz schön sexy, ganz schön cool. Und diese Typ lässt mich alle ruhen. Ganz schön sexy, ganz schön flash. An diesem Typ lässt sich alles echt. Ganz schön sexy, ganz schön hey. Dann alles so geil und zäh. Und auch der Rest bin ich so zäh. Ist viel mehr als nur okay. Hey. Ich war so richtig in der Stimmung. Auf Party vielleicht mehr. Tanzen und ein bisschen flirten. Und dann kam ein bisschen Typ. Von diesem Wesen noch zu mehr. Weil ein Prachtexemplar. Ich konnte überhaupt nichts machen. Die Hormone sagten ja. Und irgendwie war alles klar. La 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 etc. Und sexy, sexy. Der Mann ist sexy. Ganz schön sexy. Durchgehalten. Glückwunsch. Glückwunsch. Christina Bach.